Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Marktstruktur, die jeder im Forex Trading erkennen sollte. Es sind insgesamt zwei Marktstrukturen. Es ist wirklich immer dasselbe, was im Markt passiert. Wenn du dir dieses Video bis zum Ende anschaust, wird es dir sehr, sehr leicht fallen, in der Zukunft die Märkte zu analysieren und genau zu wissen, was ist denn eigentlich los, wohin könnte der Markt gehen. Wir werden jetzt zusammen einmal die Märkte analysieren und ich werde dir erstmal theoretischerweise aufzeichnen in Paint, was ich genau meine. Ja, es gibt nämlich immer im Markt zwei unterschiedliche Szenarien. Entweder der Markt konsolidiert in einer Range, einer Seitwärtsphase, oder der Markt geht in einem Trend in eine Richtung. Wenn ich demnächst auch nochmal ein weiteres, intensiveres Video über den Trendaufbau machen soll, dann schreibt mir das am besten in die Kommentare jetzt. Da mache ich das natürlich nur, wenn die Nachfrage hoch ist. Worum geht es jetzt genau? Es geht einmal um die erste Marktstruktur, beziehungsweise ein Teil der Marktstruktur ist, dass wir eine Range haben im Forex Trading. Man sieht das ganz, ganz oft. Ja, natürlich ist das jetzt hier gerade nur theoretisch aufgezeichnet. Es sieht immer ein bisschen anders aus. Wie gesagt, die Marktbeispiele kommen jetzt gleich im Anschluss, wenn ich das hier dir theoretisch einmal aufgezeichnet habe. Der Markt konsolidiert also in so einer bestimmten Range. Ja? Mal geht er ein bisschen drüber, mal geht er hier ein bisschen drüber. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also das ist so die erste Marktstruktur, die jeder im Markt erkennen sollte. Ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn ihr das ein bisschen geübt habt, ist es ziemlich leicht zu erkennen und ja, man muss es eben jeden Tag immer üben und einen geschulten Blick dafür zu bekommen. Ja, also der Markt ist in einer Seitwärtsphase, er ist sozusagen im Preis, ist er sozusagen im ja, ausgeglichen. Dann gibt es die weitere Marktstruktur, wenn wir so eine Konsolidierung hatten im Markt. Diese Konsolidierung geht ja natürlich nicht immer ja, unendlich lang, sondern dann haben wir ein zweites Szenario. Der Markt geht zack, zack, zack in eine Richtung. Ja, ich mache jetzt mal hier beispielsweise, ja, es geht dann eben short hier. Ja, im Markt sieht das niemals so glatt aus, wenn ich jetzt hier, der Markt geht meistens niemals in so eine Richtung. Ja, niemals. Sondern was passiert? Er geht runter, ja, macht ein Pullback, geht runter, macht ein Pullback, geht runter. So, das wäre jetzt so der typische Aufbau eines sauberen Trendes. Ich mache das Ganze mal größer. So, was passiert jetzt als nächstes? Ja, meistens passiert dann wieder das Gleiche. Ja, wir kommen wieder in eine Seitwärtsphase, in eine Range. Ja, so, ich male euch das wieder auf. Zack, es geht hoch, runter, in dieser bestimmten Range. Das hier ist der Preis, sagen wir mal hier bei 5 Dollar. Ja, hier machen wir mal 3 Dollar. Okay. Ja, der pendelt immer so hier zwischen. Wichtig ist zu wissen, dass man hier immer ein Hoch braucht, mindestens ein Tief und nochmal braucht man ein Hoch. Ja? Also wir müssen eine Bestätigung haben, dass hier zumindest einmal eine Stelle bestätigt wurde. Ich male euch das jetzt auch nochmal aus dem Markt. Kommt ihr hin, macht ihr ein Hoch, geht irgendwie runter, macht ihr nochmal ein Hoch. Okay, dann wissen wir jetzt schon, okay, wir können hier einmal das Top einzeichnen, ja. Das Ende der Range und wenn der Markt dann jetzt hier nochmal runtergehen sollte, ja, der kam von hier, können wir hier auch die Range einzeichnen. Natürlich, wenn er dann nur wieder hier hochgeht, ja, dann können wir uns die Range einzeichnen, ansonsten ja, nicht. Okay, jetzt nochmal zur Theorie, wo kann man das Ganze anwenden? Es funktioniert in jeder Zeiteinheit, ja, diese Marktstruktur. Ist in jedem Timeframe. Ja, man erkennt es wirklich in jedem Timeframe, egal was ihr benutzt. M1, D1, Monatschart, man erkennt wirklich immer dasselbe. Der Markt konsolidiert, ja, Seitwärtsphase, bricht aus, es gibt einen megamäßigen Trend in eine Richtung, konsolidiert wieder, ja, bricht aus, es gibt wieder einen megamäßigen Trend in eine Richtung. Es ist wirklich immer das Gleiche. Was wollen wir als Trader identifizieren? Wir wollen natürlich diese Marktstrukturen im Markt identifizieren, denn darauf können wir uns
im nachfolgenden Verlauf, dazu werde ich auch noch demnächst weitere Videos machen, Strategien entwickeln, wie wir das Ganze traden können, wo wir da auch die besten Einstiegsmöglichkeiten finden können für unsere Trades. Was ist meine Empfehlung jetzt? Wo sollte man das Ganze hier traden? Ich persönlich finde, der D1-Chart ist wirklich am sinnvollsten. Da habe ich die beste Trefferquote, was meine Trades angeht. Der Tagescharts, ja, ist halt längerfristiges Investieren. Es funktioniert aber auch im kleinen Timeframe. Ja, jeder Trader ist da unterschiedlich, was er mag. Ich kann nur sagen, man sollte auf jeden Fall einen günstigen Broker immer nehmen. Ihr findet wirklich den besten und weltweit günstigsten Broker, verlinkt unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, die Marktstruktur, jeder Timeframe. Und was passiert denn in dieser Marktstruktur? Warum konsolidiert der denn in so einer Seitwärtsphase? Ja, jetzt einmal als Beispiel, wenn wir große Player am Markt haben, ja, dann dauert es erstmal, bis die ihre Position unterkriegen im Markt. Es ist nicht immer leicht, ja, wenn ich so unglaublich viele Milliarden habe, ja, und die irgendwie investieren möchte, ich möchte dort kaufen. Dann ist es sogar manchmal problematisch für mich, die richtigen Preise zu bekommen, ja, weil wenn ich reingehe und einen falschen Preis bekomme mit meinen riesigen Milliarden, mache ich schon so einen großen Verlust, dass das problematisch für mich ist. Deswegen nennt man das Ganze auch Sammelphase von Positionen. Ja, ich schreibe mal Banken jetzt beispielsweise hinzu, also das nur als Beispiel, also von großen Playern, nennen wir das mal Range, Sammeln von Positionen, ja, hier werden Orders gesammelt, um dann schlussendlich ja, den Ausbruch zu ermöglichen, ja. Wir benutzen also diese Range, große Player benutzen diese Range, ja, zu 100% weiß das natürlich niemand, ja, wenn ich jetzt hier also als privater Trader das sage, weiß natürlich zu 100% niemand. Benutzen diese Range, um die Positionen zu sammeln, um bestimmte Preise zu bekommen. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt, ich mache hier nochmal ein Beispiel, oder ich nehme das am besten mal hier, die Sache als Beispiel, wenn ich jetzt hier in dieser Range, sagen wir, ein Typ sagt, okay, ich möchte zwischen 5 Dollar und 3 Dollar immer wieder kaufen, ja, bis ich da irgendwie tausend an Positionen unterbekommen habe, dann geht man hin. Ja, und kauft hier in diesem unteren Bereich immer. Ja, sage ich mal, in diesem unteren Bereich kauft man sich ein, ja, die ganze Zeit. Und wenn der Preis dann an dieser 5-Dollar-Marke ist, ja, dann wird aufgehört zu verkaufen. Das macht schon mal einen riesen Unterschied, wenn hier die ganze Zeit von hier unten der Marktdruck kommt von einem Big Player, ja, von einem Big Player. Wenn der unten die ganze Zeit hier unten dieser Marktdruck kommt, dann irgendwann hier oben aufhört, ja. Was passiert, wenn keine Käufer mehr da ist? Der Markt muss natürlich wieder fallen. Ja? Und dann fällt er wieder auf diese 3 Dollar und dann wird hier wieder nachgekauft. Und es wird so lange nachgekauft, bis ich zu meinem gewünschten Preis genug Orders im Markt habe. Dann presse ich den Markt hoch und zack, es gibt dann diese Trendbewegung, die man dann Ausbruch nennt. Das nur mal so als Erklärung. Natürlich kann man noch viel detaillierter reingehen. Ja, wenn ihr wollt, schreibt einen Kommentar. Aber ich denke mal, das sollte jetzt für jeden verständlich sein, okay? So, das ist so die Marktstruktur. Die beiden Marktstrukturen haben wir. Also ich wiederhole nochmal, Seitwärtsphase, zack, Ausbruch. Seitwärtsphase, zack, Ausbruch. Seitwärtsphase, okay, Reverse. Ja, das sind so die Marktstrukturen. Das muss man erkennen. Immer wieder Markt, denn da können wir sehen, wo können wir Breakouts handeln, wo können wir Pullbacks handeln, wo geht der Markt hin. Ja, wir müssen natürlich erstmal identifizieren, wo der Markt hingeht. Also wir sehen, dass immer wieder Markt, dass diese Trends hier, größere Trends, immer mit Seitwärtsphasen zwischendurch stattfinden. Wir schauen uns das jetzt einmal im Chart an. Ich werde jetzt hier euch das einmal zeigen, dass das in verschiedenen Timeframes ja, funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal den Pfund US-Dollar, das ist jetzt hier der Tagescharts, völlig rausgezoomt. Man erkennt das auch wirklich am besten, wenn man einfach mal richtig rauszoomt. Ja? Man kann da auch wieder ganz, ganz, ganz klein ins Detail gehen. Das ist möglich und das zum Beispiel sich so angucken. Da wird man auch immer diese Ranges erkennen und diese Ausbrüche. Wie gesagt, es ist wirklich universell anwendbar. Und was ihr noch machen könnt als kleinen Tipp, ihr könnt es sogar einstellen auf den Liniencharts. Wenn wir uns das jetzt mal Anfänger sollten, das sich ja auf den Liniencharts einstellen, da erkennt man das nämlich super easy. Wir sehen das hier. So, starten wir mal. Was ist hier? Okay, wir sehen hier schon,
Der Markt konsolidiert hier. Hier ist das obere Ende der Range. Ziehen wir das weiter. Ja. Der Markt kommt hier runter. Ja, wir sehen das wirklich hier exakt mit dem Linienchart. Mit dem Linienchart ist es sogar noch viel, viel besser als mit den Candles. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine jetzt hier mit den Ranges. Wir sehen das hier. Der Markt kommt von hier oben, konsolidiert, bam, Breakout. Konsolidiert, bam, Breakout. Konsolidiert, Breakout nach oben. Okay, wahrscheinlich ein Trendwechsel. Pullback in die Zone, es geht weiter nach oben. Ja, wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, erkennen wir das auch wirklich deutlich hier. Man erkennt das wirklich überall. Hier ist eine Range. Ja, ich markiere euch immer die obere und untere Stelle der Range. Probiert es selber mal aus, nehmt mal den Linienchart. Ist wirklich richtig geil. Ich habe es lange nicht mehr gemacht mit dem Linienchart. Da erkennt man es wirklich super, super gut, wie ich gerade jetzt hier selber bemerke. Hier, ja, obere Kante der Range, untere Kante der Range, Breakout nach unten, ja, Trendwechsel. Okay, und das ist so erstmal so das Erste, was man lernen sollte, wenn man wirklich professionell Forex Trading machen möchte. Man sollte erstmal lernen, die Ranges zu erkennen im Markt. Wie gesagt, funktioniert jeder Timeframe. Ja, lernt es zu erkennen und dann könnt ihr auch wirklich die Marktrichtung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Weil wenn ich das jetzt hier so sehe, Mist, ich kann nicht weiter nach links gehen aktuell irgendwie. Okay, jetzt. So, wenn ich das wirklich so erkenne, okay, ich habe hier einen Breakout, ja, nach unten aus dieser Range, okay, ich möchte dann hier irgendwo shorten. Okay, es geht weiter in Short, geht weiter in Short, ich shorte. Was denn so, was denn sonst, ja, wenn wir diese Ranges haben, okay? Würde ich dann jetzt hier zum Beispiel shorten, hier oben shorten. Ja, wir sehen, dass hier der Markt ist schon so weit gefallen, ja. Macht hier eine neue Range, okay? Man könnte das versuchen, hier zu shorten. Zack, wäre ein Verlust, ja. Aber man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass ein Trend nicht unfassbar lange in eine Richtung geht zu 100%, ja. Es kommt immer wieder eine Korrektur. Und wenn wir jetzt zum Beispiel viele Ranges in eine Richtung haben, 1, 2, 3, sind jetzt nur mal die unteren hier oben, waren da natürlich noch mehrere, muss man damit rechnen, dass auch wieder mal ein Trend Change kommt. Ja, das ist auch noch wichtig. So, jetzt sehen wir hier, es geht weiter nach oben. Ja, kann da ganz klein ins Detail gehen. Sehen wir dann hier noch zum Beispiel eine Range. Okay, das ist jetzt hier nicht so sauber. Doch, man könnte jetzt hier sich wieder was ziehen. Ja, aber allerdings gab es hier unten einen Ausbruch nach unten. Und so sieht dann die Range aus. Schalten wir mal um in den Kerzenchart. Okay, sieht auch ziemlich vernünftig aus. Wir sehen, es ist nie so ganz zu 100% genau. Das werdet ihr fast nie erleben hier im Forex-Bereich. Es gibt immer wieder Durchstöße, ja. Aber dennoch sehr, sehr sinnvoll, das zu wissen, ja. Und wir sehen dann auch, wie ich das euch erklärt hatte in der Theorie, Seitwärtsphase. Wenn wir uns das Bild hier daneben machen, wir sehen das hier, Seitwärtsphase, hier oben die Seitwärtsphase. Ich mache hier nochmal einen Screenshot. Ja, ich weiß nicht, jetzt hier genau meine Seitwärtsphase, Seitwärtsphase, Breakout nach unten. Ja, zack, es geht nach unten. Nächste Seitwärtsphase kommt, wo wir aktuell jetzt hier drin sind. Wo geht es hin? Der Kurs wurde jetzt hier aktuell wieder hier oben abgewiesen. Potenzielle Short-Möglichkeiten nach unten, ja, ist ganz klar. Und vielleicht gibt es einen Breakout nach unten, sieht aber hier eher nicht danach aus, wegen dieser starken Kerze. Dazu mache ich auch nochmal in den nächsten Videos. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, noch über Kerzenformation, Strategien, schreibt es unten in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ja, abonniert den Channel fleißig, weil das motiviert mich. Und wenn ihr, wie gesagt, noch einen guten Broker sucht, mit den besten Konditionen, ja, ich habe es verglichen, weltweit gibt es keine besseren Konditionen. Dann nimmt den Link unten in der Beschreibung, ja. Wirklich richtig geil. Ich bin top zufrieden damit. Ja, das war es eigentlich zu dieser Range. Ich wollte euch eigentlich noch mal ein paar Beispiele zeigen. Es geht jetzt schon 14 Minuten 30 das Video. Ich zeige euch noch mal ein Beispiel jetzt hier, damit die Leute auch sehen, dass das im kleinen Timeframe funktioniert. Wollen wir mal einen M5er-Chart nehmen? Ja, wir nehmen mal den M5er-Chart. Okay, man kann da wirklich richtig kleines Detail reingehen. Hier sieht man das wieder. Ich mache jetzt mal hier mit horizontalen Linien. Zack, zack.
Ja, wir sehen das hier. Das ist die komplette Range. Ja, der Markt kommt hier. Hier haben wir auch eine kleine Range. Hier haben wir wieder eine Range. Ja, natürlich ist das in der Vergangenheit sehr, sehr einfach zu analysieren. Weiß ich selber, braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Aber so funktioniert es, wenn man mal keine Anhaltspunkte hat für irgendeine Strategie. Wie soll man dann irgendwie was entwickeln, wenn man sich nicht die Vergangenheit anschaut? Ja, Breakout, Konsolidierung. Wir sehen das hier direkt wieder. Zack, okay, es geht weiter, ja. Das ist jetzt hier nicht so sauber, wie wir das hier sehen können. Aber suchen wir nochmal hier ein schönes Beispiel. Vielleicht kennen, ja, ist gerade wirklich nicht so sauber im M5er Chart. Wie gesagt, kleine Timeframes halte ich für wirklich schwieriger. Hier sehen wir das wieder, Seitwärtsphase. Hier haben wir das Hoch. Hier haben wir verschiedene Tiefs. Hoch, er kommt wieder zurück und zack, da ist der Breakout. Auch hier wieder. Das ist auch wieder eine komplette Range. Zack, Breakout. Macht hier sogar ein Pullback drauf, geht wieder hoch. Also, wir sehen das. Es funktioniert in jedem verdammten Timeframe. Hier auch wieder so eine schöne Range. Hier, ja, Breakout. Ja, Leute, das sollte man üben. Man sollte das wirklich erkennen können. Ja, dass man hier auch verschiedene Range hat. Wir sehen das hier, die ganzen Tiefs, ja. Und dann gibt es eben hier den Breakout da. Hier oben, die waren nicht so sauber. Wir sehen das hier aber. Zwei Hochs, ja, Breakout, Pullback drauf, geht weiter. Hier auch. Ja, wenn wir das hier schon so sehen. Wo war es jetzt? Ah, jetzt ist es weg. Ah, der Zoom ist nicht so toll im kleinen Timeframe. Okay, ja, hier auch wieder geiles Beispiel. Hier die Hochs, die Tiefs. Ja, und dann geht es nach unten. Nächste Range. Hier die Hochs. Hier die Tiefs. Nicht so sauber die Tiefs, aber es geht weiter nach unten. Hier auch wieder. Kleine Range. Wirklich minimale Range. Es geht nach unten. Zack. Ja, dann gibt es halt mal wieder ein Pullback, aber es geht weiter nach unten. 1, 2, 3 in a row, sagt man. In einer Folge. Also wirklich. Oder wir sehen das hier. Megamäßig große Range. Lange Range, ja. Zack, zack, Breakout nach unten. Ja, also, Leute, mit diesem Video könnt ihr, denke ich mal, schon sehr, sehr viel anfangen, was das Trading-Lernen betrifft, was das Forex-Trading-Lernen betrifft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr mehr wissen wollt, Daumen hoch, Kommentar drunter, abonniert den Channel. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, schönes Wochenende noch. Und ich bin raus. Ciao.